Hallo, liebe Community. Sag mal, habt ihr nicht auch mal Bock, euch den 3D-Drucker zu kaufen oder zumindest mal darüber nachgedacht? Es ist doch wirklich so, dass jeder darüber redet. Ja? Überall siehst du Leute, die irgendwie eigene 3D-Drucker haben und coole Sachen ausdrucken. Und ich muss echt sagen, dass ich extrem Bock darauf habe. Ja? Nicht zuletzt durch Mpox, einen befreundeten YouTuber, der das intensiv beleuchtet hat. Habe ich Lust, ins 3D-Drucker-Game einzusteigen. Das Problem ist nur, ich habe absolut keine Ahnung davon. Ich bin der größte Noob in dem Bereich, den ihr euch vorstellen könnt. So, das heißt, ich werde da Hilfe brauchen und zum Glück habe ich eine ganz tolle Community und ganz tolle Leute drin. Das heißt, ich werde da auf jeden Fall Hilfe bekommen. Das erste Problem ist, was für einen 3D-Drucker kaufe ich mir? Und was für 3D-Drucker gibt es überhaupt? Und ich habe einfach mal Mpox, wie gesagt, bekannter Technik-YouTuber, ungefähr 100.000 Abonnenten, hat da was gemacht und den befrage ich einfach mal dazu. Den habe ich eine WhatsApp geschrieben und mal gucken, was der mir so rät. Der Elegomas, ich hoffe, er ist noch im Angebot, ist ein fantastischer Drucker. Allerdings arbeitet er nicht mit Filament, sondern mit Kunstharz, mit sogenannten Epoxidharz. Du hast quasi schon an das Richtige gedacht. Das Problem an der Sache ist, du brauchst definitiv einen separaten Raum, weil dieses Kunstharz halt eine Chemie ist, die recht geruchsintensiv ist und man sollte sie auch nicht einatmen, beziehungsweise dein Kurzer darf auf keinen Fall in die Nähe davon. Also das macht dir Kopfschmerzen. Du musst auch eine Maske tragen, wenn du das machst, das ist man mittlerweile gewohnt, aber du kriegst die geilsten Ergebnisse damit, ganz klar. Allerdings ist es halt auch das Sauigste. Du musst da danach, du musst dir so einen Workflow aneignen. Mit Isopropanol musst du rumhantieren, das Waschen und so weiter, muss Handschuhe tragen, bla. Ne? Also das ist schon relativ schwierig. Wenn du so einen MSLA-Drucker holst, ne, also einen, der mit UV-Licht quasi Schichten von Kunstharz aushärtet, dann hol dir einen mit monochromem Display. Nur so als Tipp. Das hat zum Beispiel der Mars 2 Pro oder der Anycubic irgendwas mit, musst du mal darauf achten, dass da Mono drin steht, Mono X oder keine Ahnung, wie die heißen. Irgendwas mit Monochrom-Display, weil die sind doppelt so schnell wie die normalen. Also da braucht ein Druck, der normalerweise irgendwie 9 Stunden dauert, dann halt nur 4,5. Und das ist schon sehr, sehr nett. Ja, wie gesagt, kannst du dir auf jeden Fall holen. Allerdings, guck dir mal meine Videos dazu an, zu diesen Kunstharzgeschichten. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Ne? Von daher, ja, musst du wissen, ob du das machen möchtest oder nicht. Und du musst dich da sehr reinfuchsen. Also das ist kein Thema, was sich von alleine macht. Tschüss. Ja, okay, also ist es gut, solche Experten um sich herum zu haben, die einem gute Tipps geben, die sich damit auskennen. Also der Mpox hat mir den Elego Mars oder Mars Pro empfohlen. Problem an der Sache ist, die sind zwar ganz günstig, wenn ich jetzt gerade hier mal so reingucke, dann liegen die so bei 200, 300 Euro. Das Problem an der Sache ist nur, ich habe so einen Raum nicht. Also dieses Epoxidharz, das produziert halt giftige Dämpfe. Und ich habe so einen Raum nicht. Ich habe ein kleines Kind hier. Das heißt, ich kann das hier nirgendwo machen. Wir haben zwar eine Garage, aber die teilen wir uns mit unserem, wir haben so eine Doppelhaushälfte mit unseren Nachbarn. Da geht das auch nicht. Also von daher scheidet so ein Epoxidharzdrucker für mich schon mal komplett aus. Jetzt zücke ich aber mein Handy, weil ich habe das im Mpox zurückgemeldet und der hat mir daraufhin den Artillery Genius 3D-Drucker empfohlen. Der ist nämlich das andere, ne? Der arbeitet mit diesem Filament. Das muss man sich so vorstellen, dass du quasi so eine Schnur hast aus Plastik und der quasi diese Schnur dann schmilzt und daraus druckt. Und das ist quasi geruchsneutral mittlerweile. Und ich glaube, das ist der richtige Drucker für mich. Das Problem an der Sache ist nur, wenn ich den Artillery Genius eingebe, dann gibt es so unglaublich viele verschiedene Anbieter. Von Real über Banggood über Amazon. Und die Preise sind so unterschiedlich. Von irgendwie 200 bis 400. Bei Amazon kostet er 400. Das ist, finde ich, eigentlich das größte Problem an dieser ganzen 3D-Drucker-Sache. Dass du halt gefühlt sind diese Drucker alle von irgendwelchen zwielichten chinesischen Anbietern und so weiter. Und wo kaufe ich? Ja? Nehme ich den allerbilligsten bei Banggood für 250 oder nehme ich irgendwie den von Amazon, weil ich da vielleicht dann Garantie drauf habe? Das ist für mich alles so ein rotes Tuch. Ich mag keinen Drucker bestellen. Was ist denn, wenn an so einem Drucker irgendwie eine Kleinigkeit ist? Was ist denn, wenn da ein Teil kaputt ist? Kann ich den zurückschicken? Kriege ich den ersetzt?
Da habe ich große Zweifel. Das heißt, am allerliebsten hätte ich wirklich einen 3D-Drucker, wie gesagt, mit Filament, wo ich einen Support habe, wo ich eine Firma habe, die ich anschreiben kann. Und da muss ich mich auf jeden Fall nochmal auf die Suche begeben, noch ein bisschen mehr recherchieren. Ich habe zum Glück auch noch den Maris. Der Maris ist der Co-Moderator in meinen Twitch-Streams. Und der hat auch einen 3D-Drucker und ist da auch ganz fit drin und macht da ganz viel mit. Und ich werde mir den auch nochmal anhören und mich jetzt also ein bisschen recherchieren und informieren. Und in der nächsten Folge werde ich mich dann für einen 3D-Drucker entscheiden und mir den auch bestellen und euch auch begründen können, warum ich den bestellt habe. Das heißt, um es jetzt zusammenzufassen, ich werde jetzt auf die Suche gehen nach irgendeinem Anbieter, wo ich einen Support kriege, wo ich Sachen zurückschicken kann. Und bei dem Artillery Genius, den ich von mehreren Leuten jetzt habe empfohlen bekommen, weiß ich nicht, ob es da irgendwas gibt, die auch dafür haften, wenn da irgendwas mit kaputt ist. Alles Weitere dazu dann im zweiten Teil, da werde ich die Kiste dann auch bestellen. Das hier wird eine ganz lange Reihe von mehreren Videos irgendwie. Die haben hohe Lieferzeit, das heißt, wir müssen dauern, bis ich den kriege. Aber die nächsten Videos werden dann sein, irgendwie ich bestelle ihn endgültig. Dann kommt er irgendwann an, ich packe ihn aus, dann wird der Maris hierher kommen und wir werden ihn zusammen einrichten. Das heißt irgendwie von 0 bis 100 irgendwie. Ich freue mich auch schon drauf, da coole Sachen mit auszudrucken. Ich habe sogar vor, ein Anwaltsvideo zu machen. Ich arbeite momentan in einer Anwaltskanzlei, wie das rechtlich ist. Ja, also darf ich alles ausdrucken, was ich will? Gibt es da Trademarks? Muss ich auf irgendwas achten? Das alles in den nächsten Wochen. Das hier ist jetzt erstmal der Anfang, das erste Video. More to come. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich bin euer Stevenio und ich muss mir jetzt einfach mal ein bisschen informieren, welcher Drucker es jetzt am Ende sein soll.